Ende, Schluss, aus. Um 0 Uhr heute Nacht ist es soweit, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Nach 6 Jahren wird das Verbot dann überall aktiv. 2014 wurde es bereits in der EU beschlossen, ab dem 20. Mai 2020 wird es nun aktiv. Mentholzigaretten dürfen dann nicht mehr verkauft werden. Doch was ist der Grund? Die Krebsforscherin Katrin Schaller erklärt: Das größte Problem an dem Menthol ist, dass es eine kühlende und schmerzlindernde, leicht betäubende Wirkung hat. Dies führt dazu, dass der normalerweise kratzige Rauch leichter zu inhalieren ist. Das macht Mentholzigaretten vor allem für Rauchneulinge attraktiv. Das Verbot soll also verhindern, dass junge Leute mit dem Rauchen anfangen. Schon aktive Raucher sind allerdings weniger vom Verbot betroffen. Nur 2% rauchen in Deutschland Mentholzigaretten. Sie müssen sich ab morgen eine Alternative suchen. Es ist am Montagabend das große Thema. Ariana Grande und Justin Bieber steigen mit ihrem neuen Hit Stuck With You an der Spitze der US-Billboard-Charts ein. Zu Unrecht? Das zumindest behauptet 6ix9ine. Jetzt antwortet Justin Bieber. In seiner Insta-Story betitelt der Superstar die Version von 6ix9ine, nach der sich Ariana und er auf den Chartthron gemogelt haben sollen, als eine Lüge und mahnt an, dass der Rapper bitte aufhören soll, die sensationelle Leistung kleinzureden. So hört man den Bieber selten. Sein Statement dazu lautet: Er sagt, seine Streams würden nicht gezählt werden. Doch, das werden sie. Aber er zählt die globalen Plays und hier geht es um die US-Charts und somit zählen natürlich nur die amerikanischen Streams. Die 60.000-Einheiten stehen erst jetzt komplett da, weil wir unsere Zahlen erst zum Ende der Woche öffentlich gemacht haben. Sowas nennt sich Strategie. Er hat gesagt, dass 30.000 Einheiten mit 6 Kreditkarten gekauft wurden, aber das ist eine Lüge. Die Chartregeln besagen eindeutig, dass man mit einer Kreditkarte nur maximal 4 Einheiten kaufen kann. Alles darüber wird nicht gezählt. Die Nielsen Company checkt zudem immer alles und hat bestätigt, dass unsere Verkäufe echt sind, weil unsere Fans eben unfassbar sind. Hör auf, unsere Fanbase zu diskreditieren mit deinen falschen Infos. Das ist mein Song mit Ariana und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten und Geld für einen so tollen Zweck zu sammeln. Wenn du ihren Namen in den Mund nimmst, dann nimm bitte auch meinen in den Mund, denn es ist unser Song. Ganz klare Worte von Justin Bieber, welche bestimmt nicht lange unbeantwortet von 6ix9ine bleiben werden. Es wurde schon länger gemunkelt, doch jetzt ist es offiziell. Megan Fox und Ehemann Brian Austin Green haben sich nach 16 Jahren Beziehung getrennt. Der Schauspieler redet jetzt offen über das Liebesaus. Die Probleme fingen schon letztes Jahr an, als Megan für einen Dreh längere Zeit im Ausland lebte. Sie wollte das Single-Leben für sich neu ausprobieren. Schon Ende 2019 trennten sich die beiden deshalb. Ihr Ex gibt zu: Ich war schockiert und verärgert, aber das waren einfach ihre ehrlichen Gefühle. Am Wochenende sorgte Megan für Aufregung, als sie mit dem Rapper Machine Gun Kelly von ein paar Paparazzi im Auto erwischt wurde. Geht da vielleicht zwischen den beiden etwas? Wir werden es in naher Zukunft bestimmt erfahren. Es ist das große Corona-Geständnis von Donald Trump. Er sagt es zwar ganz nebenbei bei einem Termin vor der Presse, unwichtiger macht es die Sache jedoch nicht. Ja, ich nehme etwas ein. Hydroxychloroquin heißt das Medikament. Es wurde eigentlich entwickelt, um gegen Malaria zu schützen. Doch es soll auch gegen Corona wirken. Deswegen nimmt es Donald Trump jetzt auch selbst ein. Er erklärt: Ich nehme es seit 1,5 Wochen. Ich habe sehr gute Dinge darüber gehört. Offiziell ist es nicht bewiesen, ob es wirklich gegen den Virus schützt. Manche Experten sagen, es kann sogar schädlich sein. Das Risiko lebensgefährlicher Herzrhythmusstörungen sei erhöht. Eine Studie fand heraus, es gibt eine höhere Sterblichkeit bei Corona-Patienten, wenn sie das Medikament einnehmen. Warum sich der Präsident selbst trotzdem dafür ausgesprochen hat, bleibt offen. Fakt ist jedoch, dass er aktiv versucht, sich selbst gegen das Virus zu schützen. Werden Türkei-Urlaube für den Sommer erlaubt oder nicht? Zurzeit herrscht noch eine weltweite Reisewarnung für alle deutschen Bürger. Erst ab Mitte Juni soll Urlaub innerhalb der EU wieder möglich sein. Und Reisen in die Türkei? Der deutsche Außenminister hat dazu einen Plan. Und einen ganz wichtigen Termin. Es könnte jetzt ganz schnell gehen. Schon morgen telefoniert Außenminister Heiko Maas mit dem türkischen Tourismusminister. Dabei könnte eine Reisevereinbarung zwischen Deutschland und der Türkei erarbeitet werden.
Die Tourismusexperten in der Türkei haben jedenfalls schon einen Hygieneplan für Urlauber aus Deutschland fertig. Die Regeln, sie sind wie folgt. Bei der Einreise wird bei allen Reisenden die Temperatur gemessen. Alle Hotels dürfen zu maximal 60% belegt werden. An den Stränden müssen sich die Urlauber vor Betreten registrieren. In den Restaurants sind maximal 500 Gäste zugelassen und das Essen wird am Tisch serviert. Alle Diskotheken und Bars bleiben komplett geschlossen. Und nach der Abreise von Gästen sollen Zimmer 24 Stunden lang frei bleiben. Ob die Politiker schon am Mittwoch beim Gespräch eine Lösung und einen Starttermin finden, ist natürlich noch offen. Mal sehen, wie es ausgeht.